Nicht Dark Souls, nicht Battletoads, nicht Super Meat Boy oder Sekiro. Das, was ich euch heute zeige, ist das frustrierendste Spiel, was ich je erlebt habe. Dies und noch viel mehr in der heutigen Folge XXL Pickup Extravaganza. Moin, moin, moin! Was geht, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen zu... Aua, mein Hals tut so unfassbar weh. Ich habe so krassen Nackenschmerzen. Oh, was soll das? Ich habe mich irgendwie vorhin total verlegt. Wundert euch bitte nicht, wenn ich die ganze Zeit wie so eine Schildkröte oder Giraffe hier durchs Bild starre. Es tut mir leid. Ich habe unfassbar Schmerzen, aber... Heute gibt es wieder all das, was ich in den letzten Wochen so gespielt und mir für die Sammlung gekauft habe. Ihr kennt es, die großartige, ultimative XXL Pickup Extravaganza. Und, entschuldigt meine steifen Drehungen heute. Die Stapel liegen hier, das war eine dumme Idee, aber es tut mir leid. Wir starten wie immer mit limitierten Spielen. Das heißt, Spiele, die man nicht im Einzelhandel kaufen kann, sondern die nur meist online, ja, in extrem limitierter Auflage von spezialisierten Publishern angeboten werden. Wie zum Beispiel von Limited Run. Und das sind heute auch die, ja, die einzigen beiden Games, die ich jetzt in dieser Kategorie zeige. Das eine ist, und das finde ich sehr cool, Shantae. Shantae in der Switch-Version. Dies ist ein Port der ursprünglichen Game Boy Color Version und das finde ich extrem geil, denn dieses Spiel ist in seiner physischen Version unfassbar teuer. Ich glaube, das geht so für 300 oder 400 Dollar oder so, vielleicht auch mehr. Ich glaube, das ist bei uns auch nie erschienen. Es gibt also nur eine NTSC-Version und das ist halt der erste Teil der Shantae-Reihe und ehrlich gesagt, die mache ich ganz gerne. Ich habe nicht alle gespielt, aber die, die ich gespielt habe, die fand ich ganz cool. Das sind relativ Metroidvania-lastige Action-Plattformer, bei denen man sich in Tiere verwandeln kann, mit seinem Haar herumpeitscht, um Gegner zu besiegen. Die Tiere, in die man sich verwandelt, nutzt, um ja, nach bester Metroidvania-Art Wege und Tore zu öffnen oder Puzzle zu lösen, um dann weiterzukommen. Das Ganze ist hier in Shantae in der Ursprungsversion noch ein bisschen, ich sag mal, rudimentärer. Das Ganze fühlt sich mehr wie so ein 8-Bit-Gameboy-Plattformer an mit so ein paar ja, Gimmicks. Also das ist noch wirklich sehr roh, sehr simpel. Aber das hat halt irgendwie total viel Videospielkultur, Videospielgeschichtswert. Und ja, ich find's geil. Also mir reicht das auch vollkommen, wenn ich mir das so in die Sammlung stellen kann, anstatt jetzt ein Game Boy Color Spiel für 300 Euro oder so, weil ich eh nicht so der Handheld-Spieler bin. Da finde ich das für die Switch geil. Shantae von WayForward, einem Publisher, einem Entwickler, den man ja mittlerweile auch kennt und der hiermit quasi auch gestartet ist, wenn mich nicht alles täuscht. Und es ist auch eine gute Überleitung zum nächsten Spiel, denn auch das ist von WayForward und es handelt sich dabei um The Mummy Demastered. Ja, das ist tatsächlich ein Tie-In-Videospiel zu dem Film The Mummy und zwar zu dem schlechten Film von Tom Cruise, der irgendwie vor 3 oder 4 Jahren erschien. Das Spiel hingegen ist richtig, richtig geil. Es ist ein, ja, ein klassisches Metroidvania mit so ein bisschen Turrican-Flair, sag ich mal. Hat aber auch so ein paar Metroid-Vibes und ja, in typischer Genre-Manier durchpflastert ihr ein riesiges Levelgebiet, sammelt Waffen und Upgrades, um dann so in weitere Gebiete vorzuschreiten. Ich habe das noch nicht wirklich gespielt. Ich habe eine Stunde gespielt, um euch ja Gameplay aufzunehmen. Deswegen möchte ich jetzt hier nicht viel weiter zu erzählen, aber der Ruf eilt diesem Spiel voraus, weil halt ne, die Diskrepanz zwischen dem Scheißfilm und diesem extrem guten Spiel sehr groß ist und außerdem hat das Spiel, und das habe ich auch schon sehr schnell gemerkt, richtig, richtig geile Musik. Die habe ich auch schon vor Jahren, in meinen Videos benutzt. Das Spiel ist nämlich schon auf PC oder auch digital schon viel, viel älter. Ich glaube 2018 oder mit dem Film halt zusammen erschienen. Aber jetzt die physische Version, die ist ganz neu und ja, nur bei Limited Run erschienen. Ich glaube, es gibt sie auch für die Switch. Finde ich extrem geil. Auch wieder bewährte WayForward-Qualität. The Mummy Demastered. Okay, wir haben gleich noch ein, zwei Games von Limited Run, die wir zeigen, aber die fallen eher in andere Kategorien, deswegen haben wir sie da gepackt. Unter anderem halt auch in unserer nächsten Kategorie, der allseits beliebten Sammlungs-
Upgrades. Okay, wir haben heute ein paar richtig, richtig schöne Sammlungs-Upgrades. Das erste machen wir halt gleich weiter mit Doom. Wir machen weiter mit Limited Run Games. Und zwar gäbe es von Limited Run Games jetzt eine PlayStation 4 bzw. auch eine Switch-Version von Doom 64. Und wie geil ist das denn? Das ist halt quasi der inoffizielle dritte Teil von Doom, der damals exklusiv fürs N64 entwickelt wurde. Das ist ein eigenständiger Teil, das ist halt keiner der anderen Teile, der in den 90er erschienen ist, sondern wirklich was Eigenes, der damals nur fürs N64 entwickelt wurde. Und er gilt bei Fans als einer der besten Teile überhaupt. Und nun knapp, keine Ahnung, 25 Jahre später wurde dieses Spiel auf moderne Konsolen portiert und physisch von Limited Run Games veröffentlicht. Ich habe zwar auch die alte N64-Version, aber N64 kannst du heutzutage irgendwie nicht mehr so geil spielen. Dieses Spiel hingegen lässt sich extrem geil spielen. Ich habe es gezockt, so ein, zwei Stunden ist übertrieben, eine halbe Stunde, um Gameplay zu haben, um es hier zu zeigen. Es hat unfassbar Bock gemacht. Ne? Es ist halt das, was man von Doom kennt. Richtig spratzige Waffen, so wie ich auch letzte Woche schon in Quake 2 das zelebriert habe, zelebriere ich das auch in Doom. Es macht halt total Bock. Es gibt diese offenen, tollen Level. Es gibt die legendären Waffen, die Shotgun und die Railgun. Und natürlich auch, wer kennt sie nicht aus der guten alten 2- und 386er PC-Zeit, Nutzungsvereinbarung, durch die man sich erstmal 40 Sekunden lang durchscrollen muss. Ja, okay, das war natürlich ein schlechter Witz. Die gab es damals nicht, aber ich find's ganz geil. Und bevor jemand meckert, hey, das kannst du dir auch für 2,99 digital kaufen, anstatt für 30 Dollar. Ja, aber schau dir um. Was meinst du, was das hier für ein Kanal ist? Hier geht's um Sammeln, hier geht's um Konsolen. Ihr braucht mir nicht erzählen, dass es das für ein paar Euro auf dem PC gibt oder dass man das emulieren kann. Darum geht es einfach nicht. Ne? Dafür stehe ich nicht. Das ist halt nicht mein Bereich. Habe ich eine gute Analogie, um das zu beschreiben? Ich hatte vorhin eine. Ich hatte mir eine überlegt. Sie ist mir entfallen. Oh, jetzt weiß ich es wieder. Ne, das ist halt, als wenn man ins Museum geht, so jetzt in der Pandemiezeit. Kein Schwein will das digital sehen, diese ganzen Kunstwerke und so. So funktioniert das nicht. Man muss es in echt sehen. Und Kulturgut, für mich sind Videospiele sowas halt in der Art auch. Boah, ne, die will man halt haptisch haben und selbst haben. Also hört auf mit eurem ganzen, ich emuliere mir das umsonst. Toll, freu dich. Weiter geht's mit Upgrades. Oh, jetzt habe ich noch ein cooles Upgrade. Und zwar handelt es sich um The Elder Scrolls Oblivion in der Jubiläumsausgabe. Und das habe ich gar nicht so mitbekommen damals. Ich hatte natürlich Oblivion in der Standardversion. Und ja, wie ihr wisst, ich bin nicht so der größte Elder Scrolls Fan. Ne? Ich weiß, dass die Spiele viel fürs Genre getan haben. Und ich habe sie auch viel gespielt, aber es sind nicht meine Lieblingsrollenspiele. Ich wusste gar nicht aber, dass es diese Jubiläumsausgabe gibt. In dieser Jubiläumsausgabe befinden sich nämlich auch die Add-ons Knights of the Nine und Shivering Isles, sowie eine tolle Karte und eine Making-of DVD. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz cool. Und gerade jetzt im Zuge der steigenden Preise bei PlayStation 3 und so weiter und Xbox bin ich irgendwie darauf aufmerksam geworden. Und bevor das irgendwie noch teurer wird, ich habe jetzt 20 Euro dafür bezahlt, ich glaube 20 Euro, habe ich mir das jetzt mal gegönnt und tausche das auch 1:1 gegen meine Oblivion-Version aus, gegen die alte, weil ja, das ist halt alles, was du von Oblivion brauchst. Ne? Hier ist alles bei. Gibt's auch für die 360 natürlich, ne? Falls euch das interessiert. Und wo wir schon mal bei der Xbox sind, ich habe noch ein kurioses Upgrade. Und zwar Fable, The Lost Chapters. Und ihr guckt jetzt bestimmt und denkt, what the fuck, Jansel? Eine Classics-Version, eine Greatest Hits-Version. Was ist denn mit dir los? Sowas würdest du dir doch nicht mit Fingern anfassen und in die Sammlung stellen, normalerweise. Und ja, das stimmt eigentlich auch. Aber das Kuriose ist ja an Greatest Hits-Versionen oder Platinum Hits oder wie man sie auch immer nennt, das sind ja meistens die besseren Versionen des Spiels, weil sie natürlich deutlich später produziert werden, dementsprechend meistens auch gepatcht sind, was ja nicht uninteressant ist. Und früher, manchmal, in gewissen Fällen, war es dann gleichzeitig halt auch die, naja, die Game of the Year Edition.
Das war zum Beispiel auch bei Silent Hill für die PlayStation 2 so. Die Platinum-Version ist die Inner Fears-Version, die auch auf der Xbox erschienen ist, mit diesem Extra-Chapter von Maria. Genauso hier bei Fable ist The Lost Chapters mit dabei. Bisschen Zusatz-Content, hier steht drauf mehr Quests, mehr Waffen, mehr Spieloptionen. Ich kann euch nicht genau sagen, was es ist. Ich weiß nur, dass es ein bisschen mehr ist. Und vor allen Dingen ist halt The Lost Chapters auch die Version, die ich damals auf dem PC gespielt habe. Denn ich fand Fable eigentlich ganz cool. Ich habe es damals gespielt. Ich kann mich wenig bis gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß halt nur, dass man irgendwie als Junge startet und sich dann nach oben kämpft und älter wird und gute oder böse Sachen machen kann und dementsprechend von den Leuten bejubelt oder verhasst wird. Und natürlich gibt es auch ein großes Böses, was ihr besiegen müsst. Und ja, es hat ein sehr eigenes Konzept. War ganz cool. Und ja, es ist halt ein Xbox-Klassiker, ne? Ich werde mir das jetzt natürlich, also das heißt übrigens nicht, nur weil wir in der Rubrik Upgrade sind, dass ich das gegen diese Version austauschen werde, weil guckt euch mal an, wie hässlich dieser weiße Rand ist. Aber ich werde es dazustellen. Ich werde es dazustellen, auch wenn das hier daneben ist, weil das halt zwei, naja, unterschiedliche Versionen sind. Und ich finde es cool. Und es ist auch nicht teuer. Das gibt's. Oh, für ein paar Euro. Aua. Aua. Oh. Was passiert hier? Okay, letztes Sammlungs-Upgrade. Und das ist ein ganz neuer Titel. Den habe ich mir erst letzten Freitag oder so geholt. Da lag der im Mediamarkt rum. Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Ein sehr, sehr dunkles Rollenspiel von Atlas, dieser alteingesessenen Serie, die bei uns jetzt nicht so bekannt ist, aber damals erstmals mit diesem Titel quasi zu uns in den Westen kam. Und ich habe damals Shin Megami Tensei Lucifer's Call gespielt. Oh cool, da hieß es noch gar nicht 3. Da hieß es noch gar nicht Shin Megami Tensei 3 und auch noch nicht Nocturne, sondern Lucifer's Call. Ich weiß nicht, warum man das in Deutschland oder in Europa Lucifer's Call genannt hat. In Amerika hieß es nämlich auch damals schon Nocturne. Aber diese Version habe ich gespielt. Sie hatte jetzt ein klein bisschen Hype damals, weil da Dante von Devil May Cry mit dabei ist. Und ich habe das Spiel auch damals schon irgendwie empfohlen in so einem Rollenspiel-Geheimtipp-Video. Das fand ich sehr cool. Ich muss aber auch leider gestehen, ich habe es damals gar nicht beendet, obwohl ich es damals empfohlen habe. Ich fand es aber irgendwie cool. Ich kann mich auch wenig bis gar nicht dran erinnern. Aber ich weiß, dass es verdammt schwer war. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich es nicht geschafft habe. Aber das hat eine geile Stimmung und ja, ist ein cooles Rollenspiel. Jetzt nochmal neu aufgelegt von Atlas und Sega für die PlayStation 4, für die Switch. Ne? Für die Xbox gibt es das, glaube ich, nicht. Dann sind wir schon mit den Upgrades durch. Oh, was passiert? Oh, und wir kommen in den Bereich, ich nenne ihn mal Schnapper des Monats. Und mit Schnapper des Monats, naja, ja, ehrlich gesagt kannst du die Spiele hier nicht wirklich Schnapper des Monats nehmen. Es sind einfach nur Spiele, die in keine Rubrik passen und die ich halt günstig bekommen habe. Zum einen hat mein Cousin gerade ein Haus gebaut und zieht um und hat ein bisschen ausgemistet. Und der hat übrigens auch meine Returnal. Ich hätte euch am liebsten noch meine physische Version von Returnal gezeigt, aber der hat die gerade ausgeliehen, deswegen kann ich das nicht machen. Er hat mir aber noch ein paar Sachen angeboten, die er bei sich zu Hause rumgelegen hatte, die er nicht mehr brauchte. Zum einen ein Steelbook von Shadow of Mordor, glaube ich, ne? Von Schatten des Krieges, diesen Teil. Den habe ich ehrlich gesagt nie gespielt. Ich habe ihn mir mal auf dem Flohmarkt gekauft für ein paar Euro. Ich glaube, das hat man hier auch irgendwann mal in einer Episode gesehen. Was ich aber gespielt habe, ist Mordors Schatten. Und das fand ich damals sehr geil. Das ist ein cooles Open-World-Action-Spiel. So ein bisschen Assassin's Creed-mäßig im Herr-der-Ringe-Universum. Mit dieser ja sehr geilen Nemesis-Mechanik, wo man halt Gegner nicht nur übernehmen kann, sondern auch so ein persönliches Verhältnis mit denen aufbaut. Wenn man zum Beispiel von einem Gegner getötet wird, dann merkt sich das Spiel das sozusagen. Und der Gegner kann im Level aufsteigen und wird auf einmal nicht nur in seinen Reihen stärker und größer und vielleicht auch irgendwann Anführer einer ganzen Armee von Orks, sondern er erinnert sich auch daran, dass er euch getötet hat und gibt damit an und ja, ihr kennt das, glaube ich, so ein bisschen, ne? Das ganze Nemesis-System ist patentiert und sehr einzigartig und sehr cool und sehr innovativ und ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht das Steelbook hierzu, aber ich fand das Steelbook cool, weil das halt, auch wenn es der zweite Teil ist, dazu passt und um das so ein bisschen zu würdigen, hey, warum nicht, ne? Ich meine, er brauchte es nicht mehr, er hätte es wahrscheinlich verschenkt oder für 20 Cent zu Rebuy geschickt. Und noch ein anderes Spiel, was er mir gegeben hat, und das ist Super Tennis. Super Tennis für Super Nintendo, eins meiner Kindheitsspiele und ich habe das nicht in meiner Sammlung. Ich habe keine Ahnung, warum und wieso. Ich hätte es am liebsten natürlich auch in der Box, aber ich habe es nicht.
Und ich liebe dieses Spiel. Ich habe das früher rauf und runter gespielt. Das ist halt wirklich einfachstes 16-Bit-Tennis. Ne? Es gibt keine Lizenzen, es gibt keine großen Tamtaram und Tudelu. Ne? Man kann gegeneinander kämpfen, man kann einen Cup machen und das war's. Es ist ganz simples Tennis, aber Tennis ist ja auch jetzt einfach simpel und es macht total Bock. Ich hatte damit mega Spaß. Ich habe es vorhin auch nochmal 20 Minuten gespielt, um hier Gameplay für euch zu haben. All-Time Classic. Super Tennis für Super Nintendo. Finde ich ganz großartig. Ich möchte irgendwann nochmal die OVP und die Anleitung habe ich, glaube ich, noch. Die habe ich, aber die OVP hätte ich nochmal ganz gern. Und das Spiel habe ich jetzt endlich auch wieder. Uiuiui. Okay, dann ein kleiner Bestelltipp. Was heißt Bestelltipp? Mir wurde letztens gesagt vom guten Tobi, einem langjährigen Zuschauer, ey Jansel, bei Otto, diesem alten Versandhaushandel, gibt es online, und das ist jetzt keine Werbung, günstige PlayStation 4 Spiele. Und nicht nur, dass sie günstig sind, teilweise ab 3 Euro, sondern die sind auch sehr kurios. Spiele, die man irgendwie meistens nicht im Einzelhandel sieht oder wenig sieht oder, ja, ich übersehe sie halt immer. Bei Amazon sehe ich die auch selten. Und die haben sie halt irgendwie rausgehauen in letzter Zeit. Vielleicht findet ihr auch noch was. Aber ich habe mir dann 2 Spiele gekauft und habe für die beiden nicht mal 18 Euro, glaube ich, bezahlt. Zum einen Earth Defense Force, ist halt auch noch sealed, ne? Der 5. Teil dieser alteingesessenen Trash-Shooter-Serie, wo man meistens gegen große Insekten im besten Starship Troopers-Style kämpft. Das ist sehr, sehr trashig, aber auch irgendwie sehr spaßig und kurios. Und ich habe da schon einige Teile von gespielt. Ich weiß nicht mehr welchen. 2.17 oder wie er hieß. Oh, oder 4.1, die haben alle kuriose Namen. Ja, ich mag die Serie. Hat jetzt 9 Euro gekostet bei Otto. Also 9 Euro. Das ist bei Amazon vergriffen und ich habe es irgendwie, wusste nicht mal, dass es eine deutsche Version gibt. Finde ich ganz geil. Und ein Spiel, das habe ich einfach so aus dem Blauen heraus gekauft, weil es, glaube ich, 8 Euro oder so gekostet hat. Super Epic. Super Epic The Entertainment War. Weiß ich absolut nicht zu, außer dass es halt von Numbskull Games ist. Das ist kein wirklicher limitierter Publisher, aber doch ein Publisher, der Spiele in sehr geringen Mengen produziert und verkauft. Und dementsprechend sind die Spiele auch relativ schnell immer relativ teuer, wenn man sie nicht im ersten Moment quasi wegkauft. Und ich wusste nicht mal, dass es da eine deutsche Version von gibt und dass ich hier eine richtige deutsche Version mit USK-Logo. Für den Preis konnte ich jetzt nicht Nein sagen. Außerdem, laut Verpackung, ist es ein Metroidvania mit einem Lama und einem Waschbär. Und hey, das klingt doch großartig. Okay, wir sind durch mit den Schnappern der Woche. Und jetzt kommt Hausaufgaben. Okay, Hausaufgaben. Wir haben die vom letzten Mal mit durchgeschleppt. Denn ich habe es letztes Mal einfach nicht geschafft, da wir ja die Pickup-Folgen, die Extravaganzas jetzt ein bisschen schneller machen, ne, weil ihr die immer so gerne guckt. Dementsprechend habe ich das Spiel, das wir eigentlich schon vor 2 Folgen machen wollten, jetzt endlich durchgespielt. Es handelt sich um Gravity Rush. Und was soll ich sagen zu Gravity Rush? Es hat eine wunderschöne Optik, eine wunderschöne Spielwelt, tolle, charmante Charaktere, eine eigentlich auf dem Papier coole Mechanik, bei dem ihr schwerelos oder beziehungsweise Schwerkraft kontrollierend euch frei durch eine riesige Welt bewegt, fantastische Musik und eigentlich alles, was ein Hidden Gem für eine Konsole braucht. Aber ich hasse dieses Spiel. Das Spiel ist wirklich das Frustrierendste, was ich jemals erlebt habe in einem Videospiel. Denn all diese tollen Sachen, die ich in diesem Spiel wirklich genieße, stehen in vollkommener Diskrepanz zur Spielmechanik und zum Kampfsystem dieses Spiels und zur Steuerung dieses Spiels. Selten hat mich etwas so krass frustriert wie die Kameraführung, die Steuerung und all diese ganzen blöden, dummen Mechaniken in Gravity Rush 2. Und es tut mir leid, dass ich dieses Spiel jetzt so hart angehen muss, aber ich hasse es! Wirklich! Ich habe mich so gequält, selten habe ich mich so gequält durch ein Spiel wie durch Gravity Rush. Bestimmt 5 oder 6 Mal habe ich frustriert die Konsole ausgemacht, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte und gesagt habe, ey, nee, das spielst du nicht weiter, da hast du keinen Bock zu. Wenn es keine Hausaufgabe gewesen wäre, die ihr mir aufgegeben hättet, hätte ich das auch niemals gemacht. Und ja, ich habe auch nur bis zu dem ersten Abspann gespielt. Man kann nach Ende des Spiels noch, keine Ahnung, ein bisschen was weitermachen. Da gibt es noch irgendwie mehr Quests und mehr Kapitel, aber
Alter, nee, da bringen mich keine 10 Pferde zu. Ich hasse dieses Spiel. Beziehungsweise diese Spielmechanik. Die klingt auf dem Papier ja echt cool. Hey, lass uns mal schwerelos hier durch den Raum gleiten und dann im Luftkampf Gegner bekämpfen und so. Aber das funktioniert alles nicht. Es gibt kein Lock-on-System. Die ganze Zeit eiert man durch den Raum und sieht überhaupt nicht, wo die Gegner sind, wo der schon wieder ist. Alles funktioniert überhaupt nicht. Wie soll man eiert irgendwie... Das Kämpfen, es macht überhaupt keinen Bock. Es macht einfach keinen Bock. Wie gesagt, es fehlt total das Lock-on-System. Man schlägt da immer irgendwie hin oder haut daneben oder macht seine Glide-Kicks daneben. Und dazu diese dumme Steuerungsschematik, wo man irgendwie nicht nur sich die Schwerelosigkeit anschmeißen muss, sondern danach erst sich auch bewegt. Man kann also nicht immer sofort sich bewegen, sondern man muss sich erst anschmeißen und dann bewegen. Es ist schwer zu erklären. Es ist aber total umständlich und es macht keinen Spaß. Wie gesagt, die Diskrepanz zwischen toller Spielwelt und es ist hochwertig produziert und hat einen richtig geilen Artstyle, so ein bisschen Miyazaki Ghibli Studio-Style, richtig schön, richtig tolle Musik. Aber die Diskrepanz zwischen diesen Höhen und diesen extremen Tiefen, nie habe ich so viel Frust gespürt für ein Spiel wie für Gravity Rush 2. Und ich mag schwere Spiele, ob es ein Sekiro ist oder ein Dark Souls, ne? Die haben mich auch frustriert, aber da lag der Fehler halt immer an mir, weil ich dachte, ey, du musst besser werden, das war ein Fehler deinerseits. Das geht bei allen guten, schweren Spielen. Wenn du selbst merkst, du hast einen Fehler gemacht, dann ist das vollkommen okay. Aber hier habe ich das Gefühl, dass mich die ganze Zeit das Spiel hindert an meinem Spielspaß durch seine dumme Kampfsteuerung und komplette Steuerung und alles. Und boah, sorry. Und ich weiß, das Spiel hat viele Fans und ist auch total cool, wenn ihr das genießt, dann genießt es, ne? Aber sorry, ich kam damit überhaupt nicht klar. Ich habe da so viel Frust erlebt in diesem Spiel und es tut mir total leid. Es ist ein PlayStation-Exklusivspiel, aber ich kann es einfach nicht empfehlen. Es tut mir leid. Es tut mir leid für alle Fans. Auch die Story hat mich jetzt natürlich nicht ganz so abgeholt, weil ich den ersten Teil nicht wirklich zu Ende gespielt habe. Es war für mich sehr viele Charaktere, die ich nicht kannte. Das heißt, auf der Ebene konnte es auch nicht punkten. Im Endeffekt blieb halt nur dieser ganze Frust übrig und ich war so froh, als das Spiel zu Ende war. Es tut mir leid, es wird dem Spiel nicht gerecht, aber ich will euch auch nicht anlügen. Ey. So, das heißt, wir machen jetzt weiter mit den neuen Hausaufgaben. Für alle, die es noch nicht kennen, es gibt Hausaufgaben bei mir. Wir alle gemeinsam spielen ein Spiel zur nächsten Episode durch und vergleichen dann Hausaufgaben. Das heißt, ich möchte von euch nicht nur jetzt in den Kommentaren wissen, wie ihr Gravity Rush 2 findet und ob ich total falsch liege und warum meine Meinung so unfassbar dumm ist, ne? Sondern ich möchte von euch auch wissen, was wir das nächste Mal spielen. Das heißt, ich pinne wieder einen Kommentar ran, wo ich einfach nach euren Hausaufgaben, Vorschlägen frage und schreibt da bitte rein, was wir das nächste Mal spielen wollen oder like den Kommentar hoch, der euch gefällt. Aus diesen Kommentaren wähle ich dann wieder das Spiel aus, was am besten geeignet ist für die Hausaufgabe. Denn das Spiel, was letztes Mal am meisten geliked wurde, ist Kingdom Hearts. Und ich habe Kingdom Hearts schon gespielt und ich habe es irgendwann abgebrochen, weil mir das einfach spielspaßtechnisch nicht so viel Spaß gemacht hat. Storytechnisch fand ich es geil und von den Welten, aber nicht so spielspaßtechnisch. Mir hat das Kampfsystem einfach nicht gefallen. Und sorry, es tut mir leid, ich will euch nicht ignorieren, aber ich habe keine Lust, jetzt mich nochmal durch ein Spiel zu quälen. Platz 2 wäre gewesen Metro Exodus. Das habe ich auch Anfang letztes Jahres schon gespielt. Auch nicht durchgespielt. Wäre... Was passiert? Wäre also ein Kandidat für die Hausaufgaben, aber... Lasst uns da mal warten, weil im Juni kommt das PlayStation 5 Upgrade für Metro Exodus. Da wird es mehr Sinn machen, denn das PlayStation 5 Upgrade zu spielen. Lass uns das hinten ranstellen irgendwann mal. Dementsprechend habe ich mich für Platz 3 entschieden. Der Kommentar, der am drittmeisten geliked wurde und das war Deus Ex Mankind Divided. Ist diesmal ein bisschen länger, weil es ein Rollenspiel ist. Es ist auch nicht das längste. Aber ich finde, das ist auch ein Spiel, was total untergegangen ist damals, 2016. Obwohl ich den 2011er Teil, Human Revolution, total geliebt habe. Ich weiß nicht, warum ich bis heute dieses Spiel nicht gespielt habe. Ich habe sogar die Steelbook-Version hier. Ich freue mich mega drauf. Ich habe da auch mega Bock. Also, Hausaufgaben. Mankind Divided, Deus Ex. Macht mit, macht nicht mit, das ist einfach freiwillig eine Sache, wir spielen gemeinsam ein Spiel, ich mag das immer total gerne, ihr offensichtlich auch, aber bitte quält mich nicht nochmal so wie mit Gravity Rush. Meine Wertung zu Gravity Rush, keine Ahnung, 6,5. Aua!
aua. Und das liegt nur daran, so hoch, weil es halt wirklich eigentlich vom Prinzip her ein gutes Spiel ist, aber ich komme damit nicht klar. So, egal. Weiter geht's mit Durchgespielt. Alle Spiele, die ich in den letzten Wochen durchgespielt habe. Wir fangen an mit einem Spiel, was ihr schon wisst, dass ich es durchgespielt habe. Und zwar Nier Replicant. Das habe ich letztes Mal schon ein bisschen gezeigt und da meine Impressionen aus den ersten Stunden aufgezeigt. Jetzt habe ich es komplett durchgespielt und mit komplett meine ich komplett inklusive dem neuen Ende E. Und das fand ich geil. Und dementsprechend muss ich auch meine Meinung, meine Ansicht vom letzten Mal revidieren, wo ich gesagt habe, es gab nichts großartig anderes zum Ursprungs-Nier. Und das stimmt nicht, denn nicht nur, dass es hier ein neues Ende E gibt, was auf coole Weise Nier mit Nier Automata verbindet. Oh! Sondern auch, es gibt einen komplett neuen Dungeon, dieses ganze Schiffswrack. Das war eine coole Questline, die gab es in Nier nicht und deswegen fand ich es ganz cool. Weiterhin bleibe ich bei der Sache trotzdem, auch wenn der junge Nier eigentlich der echte Nier ist, laut Yoko Taro, ich mag den alten, den Papa Nier, lieber. Und ich hätte es lieber gesehen, hätte man mit dem spielen können. Und ich habe mich mittlerweile an Kaine gewöhnt. Ich hatte ja auch Probleme mit dem neuen Aussehen von Kaine. Aber mittlerweile kam ich ganz gut klar. Ich liebe das Spiel immer noch. Es ist ein fantastisches Spiel und es haben mich so viele gefragt, welches Spiel soll ich denn nun spielen, nachdem ich so ein bisschen letztes Mal über Nier Replicant, über die Version an und für sich gemeckert habe. Ich sage jetzt abschließend, Leute, spielt trotzdem Nier Replicant. Es ist einfach von den Spielmechaniken viel, viel angenehmer als das ursprüngliche Nier. Und ihr habt dieses Problem mit dem alten Nier. Oh. Mit dem alten Nier natürlich nicht, wenn ihr das nicht damals gespielt habt. Also ist es für euch eine ganz frische Erfahrung. Außerdem, und das habe ich auch schon mal gesagt, es gibt einen kleinen Zeitsprung im Spiel. Der wirkt einfach cooler, wenn man von einem Jüngling zu einem erwachsenen Mann wird, als wenn man von einem Mann zu einem etwas älteren Mann wird. In dem Kontext macht es auch viel mehr Sinn, dass Nier vorher keine Zweihandschwerter tragen kann, weil er noch nicht stark genug dafür ist. Ne? Das machte im alten Spiel natürlich überhaupt keinen Sinn. Er war damals auch schon ein erwachsener Mann und war jetzt irgendwie nur 5 Jahre älter. Und auf einmal ist er stark genug für Zweihandschwerter? Also spielt ruhig Nier Replicant. Es ist leichter jetzt, das zu spielen. Natürlich PS4 und Xbox ist natürlich weiter verbreitet als PS3. Und gönnt es euch. Ist es ein geiles Spiel. Ich kann nur hoffen, dass ich da irgendwann nochmal neuer Teil zu... dass es da irgendwann einen neuen Teil gibt. Deswegen bitte ich euch, dieses Spiel zu kaufen. Ja, ein Spiel, was ich noch durchgespielt habe, das könntet ihr vielleicht auch schon erahnen. Das war so ein Spiel, so... ja, es musste halt sein. Das habe ich vor 3 oder 2 Wochen schon im Video erwähnt. Ich habe letztens Metal Gear Solid gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, warum das war. Ich erzähle es in diesem Konami-Video. Ich glaube, dafür habe ich es gespielt, für das Konami-Video. Ja, und das hat mich sofort so in seine Fänge gezogen wieder. Und als YouTuber habe ich natürlich auch immer dieses Mindset, ey, ich möchte Gameplay haben, ikonisches Gameplay von ikonischen Spielen. Und Metal Gear Solid bietet halt so viel ikonische Gameplay-Momente, sodass ich halt das komplette Spiel quasi aufgenommen habe, wie ich es nochmal durchspiele. Ich meine, das geht nur 8 Stunden oder so, wenn man weiß, was man macht. Und es hat mir unfassbar Bock wieder gemacht. Dieses Spiel ist so geil und einzigartig. Dementsprechend habe ich jetzt die Download-Version in der Legacy Collection eingelöst und nochmal auf der PlayStation 3 gespielt. Hatte unfassbar Spaß mit Metal Gear Solid. Muss ich nichts zu sagen, es ist Metal Gear Solid. Was ich aber noch sagen will, das heißt aber trotzdem nicht, dass ich diese Version nicht in meiner Sammlung haben möchte, die Originalversion, denn das habe ich letztes Mal vergessen zu erwähnen. Dieser Download-Code beinhaltet nur die englische Version des Spiels und es gibt ja die original-deutsche Version mit original-deutschen Voice-Over. Ne? Das darf man nicht vergessen, deswegen bleibt die natürlich, und er ist auch schon seit langem, sind diese beiden Spiele in meine Sammlung. Und es ist kein Upgrade, ich möchte gerne beides in der Sammlung haben. Verdammte Scheiße! Oh. Aber... ja, Metal Gear Solid. Leute, wenn die Gerüchte über ein Metal Gear Solid Remake wahr werden und es wirklich kommt in den nächsten 1-2 Jahren... Geil! Geil! Okay, dann ein Spiel, was auch sehr, sehr geil sein soll. Da habe ich vorher gehört. Und zwar ist es eins dieser Spiele, die von den Leuten, die es lieben, abgöttisch geliebt werden, die das wirklich vergöttern. Und da habe ich mit Matthias, dem guten Yeti, drüber geredet und der sagte, Alter, dieses Spiel, ich kann es nicht verstehen. Manche Leute lieben das so hart und ich weiß nicht, ich komme da irgendwie nicht rein. Und dann sagte ich, warte mal, dieses Spiel? Oh, The Missing, J.J. McField and the Island
of Memories. Boah, so ist der gesamte Name. Habe ich mir von Limited Run damals gekauft für die PlayStation 4. Und das soll ein Kultspiel sein. Und dann zockst du das doch mal. Dementsprechend habe ich The Missing durchgespielt. Ein kleiner, atmosphärischer Puzzle-Plattformer, so im Stile von, ich möchte sagen, Little Nightmares, uiuiui, oder Tobi und so weiter. Solche Spiele mag ich immer total gerne. Dementsprechend hat mich das auch total angesprochen und es hat auch eine sehr coole Prämisse, denn die Hauptcharakterin JJ kann ja sozusagen sterben in dem Spiel und ähnlich wie in Never Dead kann sie ihre Körperteile nutzen, um die zu werfen und so zum Beispiel Schalter zu betätigen oder andere Sachen im Level zu beeinflussen oder halt auch nur mit ihrem Kopf durch enge Gänge zu rollen, um an Orte zu gelangen, an denen sie sonst nicht könnte. Und daraus entspinnt sich ein sehr spannendes kleines Puzzle-Abenteuer, was leider so ein bisschen gehindert wird durch seine sehr träge Steuerung und seine sehr träge Umsetzung. Das ist, spielt sich alles leider nicht flutschig, aber es ist nicht verkehrt. Es macht auf jeden Fall Spaß. Wovon dieses Spiel aber lebt, ist seine unfassbar kreative Story, die halt auch die Leute, die dieses Spiel lieben, wirklich lieben. Und ich will jetzt nicht verraten, worum es da geht. Es ist auf jeden Fall eine sehr metaphorische Story über Akzeptanz und sehr aktuelle Themen werden angesprochen. Und ich fand es auch echt schön. War eine schöne Story, schön gemacht. Sehr kryptisch auch, muss man auch sagen. Es ist sehr kryptisch. Es ist ein bisschen was auch zum Nachdenken und es ist ein bisschen verschroben alles und sehr japanisch. Und ich habe es schlussendlich auch gemocht. Ich kann aber jetzt nicht einsteigen in den Kanon der Gloriosität und das abfeiern als eins der besten Spiele aller Zeiten. Dafür ist es mir spielerisch einfach zu schwach. Also, sorry, das macht die Steuerung dann wieder kaputt. Das Ganze ist mir einfach zu träge, zu langsam. Es gab viele Frustmomente im Spiel auch und die Story, ja, sie war cool, aber jetzt, weiß ich nicht, sie hat mich jetzt emotional nicht so krass abgeholt, schlussendlich, wie es vielleicht jemand anders abholen kann. Und ich glaube, gewisse Leute kann das extrem emotional ganz, ganz krass abholen. Und das ist auch schön, denn dass es für solche Leute solche Spiele gibt. Ne? Und ich fand es auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung, ein sehr cooles Ding. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Also wie gesagt, ich finde es jetzt nicht, es ist nicht der heilige Gral der Videospiele, aber es ist etwas sehr Einzigartiges, sehr Cooles. The Missing für die PlayStation 4 gibt es auch für PC und ich denke mal für alle anderen Plattformen ist jetzt nicht hardware-technisch so anspruchsvoll. Okay, und dann haben wir noch zwei Spiele, die ich durchgespielt habe und ja, zwei absolute Blockbuster, ne, die in den letzten Tagen erschienen sind. Unter anderem die Mass Effect Legendary Edition. Ja, und hier habe ich Teil 1 nochmal durchgespielt, weil Mass Effect einfach geil ist. Und ich habe mir Mass Effect nochmal komplett gegeben. Keine Ahnung, 25 Stunden oder so braucht man dafür, vielleicht auch weniger. Und es ist einfach nur geil. Ich muss auch sagen, meine Erinnerungen zu Mass Effect 1 waren die wenigsten. Ich liebe ja auch 2 und 3 und 1 mochte ich auch immer total. Aber ich habe vergessen, wie glorios dieses Spiel war. Das war so ein Spiel, wo ich wusste, dass ich es liebe, aber nicht mehr genau wusste, warum. Aber als ich das Spiel dann angemacht habe und an gewisse Stellen im Spiel kam, fiel es wie so ein Dsch alles wieder auf mir. Und ich konnte mich an alles erinnern. Ob's die Szene war mit Rex am Strand, was auch der Grund war, warum ich das Spiel übrigens nochmal spielen wollte, weil ich hatte damals eine blöde Entscheidung getroffen, die sich natürlich auch durchs ganze Spiel, durch Teil 2 und Teil 3 durchzieht, mit der ich nicht einverstanden war. Und das habe ich jetzt besser gelöst. Oder die ganzen Planeten. Pharos, Novaria, Vermeier. Ich wusste die Namen auf einmal alle wieder. Ne? Und ja, es gibt auch ein paar frustige Momente. Die Marco-Sections, die Sachen auf dem Planeten selbst, wo man rumeiert mit dem Fahrzeug und relativ langweilige Nebenquests macht, die sind jetzt nicht so, weiß ich nicht, spannend. Aber die Hauptquest ist halt wirklich, wirklich fantastisch. Mass Effect 1 ist wahrscheinlich narrativ mit der beste Teil sogar. Unglaublich toll. Unglaublich geil geschrieben und auch ein unglaublich tighter, enger, ikonischer Cast, der halt auch in diesem Spiel eingeführt wurde. Ja, Teil 2 und Teil 3 bauen darauf auf, aber Mass Effect 1 ist die Grundlage und dafür muss man das Spiel würdigen. Und oh, dieses Spiel hat eine Welt, eine Galaxie erschaffen, die unerreicht ist, in der man sich wieder so heimisch fühlt. Man vergisst diese Alien-Rassen einfach nie wieder. Man vergisst diese ganzen Charaktere nie wieder. Ob es Tali ist oder Garrus, Rex oder Ashley und, naja, Caden. Und natürlich bin ich Team Ashley. Also hat irgendjemand jemals Caden gewählt? Ehrlich? Oh. Naja, glorios.
Ich habe es durchgespielt und am Schluss gemerkt, dass mir irgendwie 2 Trophäen fehlen für eine Platin-Trophäe. Und ich dachte nur, okay, spielst du noch mal so ein bisschen weiter und holst dir die Platin-Trophäe. Das eine war recht easy, das war so eine Trophäe, wo man einen gewissen Spell 25 Mal machen muss. Easy. Die zweite Trophäe war aber, dass ich einen Codex-Eintrag brauche. Dachte ich mir, okay, den kannst du dir auch easy holen. Bis ich gemerkt habe, dass der einzige Codex-Eintrag, den ich brauche, der ist, den man nur verzwickt im ersten Gespräch mit Captain Anderson bekommt und ihn danach den Proteanern fragt. Das kann man nie wieder nachholen im Spiel. Ja, und da hatte ich leider keinen Speicherstand für. Mein erster Speicherstand im Spiel war irgendwie Stunde 4, was ungefähr 2 Stunden später ist, nachdem man das eigentlich hätte machen sollen. Das heißt, ich habe das Spiel nochmal angefangen und bis zu einer Stelle gespielt, wo Captain Anderson mich anspricht und dann endlich meine wohlverdiente Platin-Trophäe für Mass Effect 1 bekommen habe. Fantastisches Spiel. Man muss aber auch sagen, die Legendary Edition ist nicht perfekt. Ich hatte zum Beispiel einige Sound-Abmischungsprobleme, gewisse Charaktere waren zu leise, dafür waren Waffengeräusche teilweise viel zu laut und auch das Waffenfeedback in Teil 1 fühlt sich immer noch nicht so ganz richtig an, aber hey, es ist die Mass Effect Trilogie. 3 der besten Spiele aller Zeiten bekommt ihr hier komprimiert auf eine Disc zum Preis für 1. Und das muss es euch doch irgendwie wert sein. Vor allen Dingen, wenn ihr die Spiele noch nicht gespielt habt. Ich find's auf jeden Fall großartig. Und ich kann dazu auch nur sagen, weil mich einige bei Twitter gefragt haben, ob sich das lohnt, die Spiele zu kaufen. Leute, seid euch bewusst, ihr sprecht mit eurem Kaufverhalten und der Art und Weise, wie und welche Spiele ihr konsumiert, eine Sprache, die Publisher verstehen, und zwar die Sprache des Geldes. Und ihr entscheidet dadurch, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Und ich will hier niemandem irgendwas vorschreiben, aber seid euch der Tatsache bewusst, wenn ihr Spiele wollt, vor allen Dingen die Art und Weise, wie Spiele gemacht werden, dann müsst ihr mit eurem Kaufverhalten sprechen, ne? Mit eurem Geld sprechen, denn nur so verstehen es die Publisher. Dementsprechend habe ich hier nochmal aus Überzeugung und auch gerne 70 Euro für die Legendary Edition bezahlt. Es sind einfach großartige Spiele und ich möchte, dass es auch in Zukunft noch Teile in ähnlicher Art geben wird. Ne? Ja, geil. Mass Effect, soweit dazu. Das letzte Spiel, was ich durchgespielt habe, ist Resident Evil 8 in dieser schönen Steelbook-Version. Ich habe auch ich zeige jetzt nicht die normale Version, die liegt da auf meinem Hals, will da nicht hin. Oh, Resident Evil 8, der neue Hauptteil der gloriosen Survival-Horror-Serie. Ich würde sagen, dass dieses Spiel wahrscheinlich auch ein wenig polarisieren wird, obwohl es durchweg große, gute Bewertung bekommen hat. Mir hat es auf jeden Fall gut gefallen. Ich kann aber auch verstehen, wenn manche Leute nicht ganz warm werden mit Resident Evil 8. Denn Resident Evil 8 ist auf jeden Fall nicht mehr so wie 7, am ehesten noch wie 4, aber auch wie Teil 6. Ja, es wird wieder ein wenig actionlastiger, es wird auch ein wenig variantenreicher, was mir eigentlich sehr gut gefallen hat. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das dem einen oder anderen nicht gefällt, weil die meisten halt nur wirklich straight up Survival Horror wollen, wie im Teil 7. Das ist hier nicht mehr ganz gegeben. Es gibt Sequenzen, die sind wirklich wie in 7. Es gibt aber auch Sequenzen, die sind wirklich wie in Teil 6, wo man rumballert. Es gibt aber auch andere coole Sequenzen, die erinnern oftmals sehr an Teil 4. Aber auch, und das ist, glaube ich, das coolste Level überhaupt, das Puppenhaus-Level in Resident Evil 8 ist das creepigste und nächste, was man je an PT gemacht hat in einem Resident Evil Spiel. Wirklich ekelhaft, gruselig und boah, also da, oh, das war übel, aber auch geil, muss man sagen, richtig cool. Ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Spiel, es ist halt immer noch Resident Evil, ne? Vom Gameplay ist es genau wie 7, nur halt, dass man nicht mehr klaustrophobisch in einem Haus ist, sondern halt auch viel an der freien Welt und in anderen, ja, Plätzen. Ich will das nicht alles spoilern. Auch die Geschichte ist gewöhnungsbedürftig. Ich fand sie sehr cool, weil man in ein Dorf kommt, wo es nicht nur Werwölfe gibt offensichtlich, sondern auch ein großes Schloss mit Vampiren und irgendwie eine Mutter Miranda, die angebetet wird mit irgendwelchen Lordschaften und so. Das Ganze ist sehr mysteriös und das, wo das hinausläuft, fand ich spannend. Es driftet aber vielleicht auch ein wenig in Trash ab und das mag nicht jedem gefallen. Mir hat es aber irgendwie gefallen, es passte noch irgendwie zu Resident Evil. Ich weiß, dass da Hardcore-Fans aber auch, glaube ich, das ein oder andere Problem mit haben werden. Vor allen Dingen fand ich es witzig, wie man auf Ethan Winters Verletzungsorgie seine Hand weiter drauf einbringt.
schlägt. Denn das war ja schon in Teil 7 sehr witzig, was der Ethan Winters alles erlebt, vor allen Dingen repräsentiert durch seine Hand. Das Ganze wird fortgesetzt in Teil 8 und es ist teilweise so witzig, ich hatte das Gefühl, die Entwickler machen sich dann Scherz draus. Warum und wieso, da will ich gar nicht drauf eingehen, aber was da mit seiner Hand passiert, ich konnte manchmal nicht anders als einfach nur noch lachen. Es war so cool, obwohl da gerade wirklich abartige Dinge passieren. Also ich fand Resident Evil 8 auf jeden Fall geil. Mir gefiel diese Abwechslung, diese Mischung aus Resident Evil Gameplay, aber auch ein bisschen actionreicher oder an der einen oder anderen Stelle. Also ich freue mich auf jeden Fall schon auf Teil 9. Es war ein super Spiel. Ich kann aber auch verstehen, wenn das nicht jeder mögen wird, aber oh, ich habe es sehr genossen. Oh Leute, ey. Boah, meine Fresse. Ja. Ich bin raus. Lasst mich in Ruhe. Ich muss mir jetzt mal irgendwie das Ding hier rauskneten oder so. In diesem Sinne, abonniert Raketenjagd.